anschaut, dann ist dann nämlich tatsächlich ein bisschen blau. Und das ist ein Hauch zwischen dem Rot, also hier ist ein richtig kleines Blau noch zu sehen, wenn ich sicher Also da lasse ich das Video jetzt einfach vorspielen, da könnt ihr mal jetzt zugucken, wie ich das mache, weil das ist jetzt keine Zauberei hier. Ich versuche hier halt einfach nur so eine helle Kante zu ergänzen und da muss ich ja nicht viel erklären. Ja, das ist mir natürlich nur detail genug hier, deswegen nehme ich jetzt nochmal einen frischen Pinsel. Ja, hier ist ein bisschen frisches Weiß, das dann halt nochmal einen Tacken heller ist. Dass sich das jetzt mit dem Untergrund verbindet und also seine Helligkeit verliert, das finde ich jetzt gar nicht schlimm, weil ich möchte es eben nicht knatschweiß haben, sondern einfach nur ein bisschen heller, also so hell wie hier oben. So, und dann kann ich halt hingehen, weil ich jetzt hier zu viel Struktur drin habe und das Ganze soll ein bisschen fluffig wirken. Nehme ich dieses Papier, verknüllt so ein bisschen und dann habe ich zum Teil nur weiße Flecken, die sich halt hier so niederschlagen, aber das ist dann für mich ganz in Ordnung, das finde ich super. Bin immer noch nicht ganz zufrieden. Also es ist so, ihr könnt natürlich jetzt zufrieden sein mit dem Bild und sagen, hey, mir reicht es, wenn ich so weit käme, finde ich super. Ist ja ist vollkommen in Ordnung, ne? Das ist jetzt meins, deswegen spule ich jetzt hier halt auch wieder vor. Da muss ich jetzt nicht viel erklären und euch dann ja, hier zumuten, dass ihr jetzt hier ewig lang so ein Video anguckt. Ja, es ist halt immer das Problem, dass ich in so einem Zwiespalt bin. Ich möchte natürlich einerseits ein schönes Bild machen, mit dem ich zufrieden bin. Andererseits möchte ich euch halt eine Idee mitgeben, was ihr machen könnt, mit wenig Mitteln halt ein ansprechendes Motiv zu gestalten. Und da komme ich halt immer zu dem Punkt, wo ich dann halt einen Entschluss fassen muss und sagen, so, okay, für mich ist das Bild jetzt erstmal nicht fertig. Es ist halt insofern fertig, dass ihr halt damit jetzt weiterarbeiten könntet, wenn ihr das wollt. So, jetzt müssen wir warten, bis dieses Ding halt trocken ist und dann werden wir uns an das Flugzeug begeben. So, fangen wir mal an. Seht, ich habe mir das jetzt hier gegenübergelegt, eine kleine Skizze drüber gelegt. Das könnt ihr natürlich auch wieder machen mit einem Kohlepapier, wenn ihr euch da unsicher sein solltet, wenn ihr sagt, nee, ich traue mir das nicht freihand, dann ist mein Bild ja komplett kaputt, jetzt bin ich mit allem fertig, ne? Kann ich total verstehen, das gleiche Gefühl habe ich natürlich jetzt auch gerade, so. Aber ich lasse mich davon jetzt nicht irritieren, sondern lege einfach los. Also ich habe den Pinsel ein bisschen feucht gemacht und muss genau gucken, hier ist die Turbine, der Schatten von der Turbine. Sind die Dunkelheit, die sich überzieht. Der Rest ist ein bisschen heller, deswegen nehme ich da jetzt ein helleres Grau und gebe ein bisschen was von dem Blau dazu, weil sich das Blau des Himmels natürlich spiegelt in dem in diesen polierten Flächen von den Leitwerken. Das ist ein bisschen klein, ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt erkennen könnt. Vielleicht sollte ich da mal ranzoomen, das habe ich auch noch nie gemacht. So,
Ja, und dann kann man nur hier irgendwie noch ein bisschen so Kleinkram erkennen. Es ist entweder gerade gestartet, das Flugzeug, oder im Landeanflug, weil hier unten ist noch ein... ist das Fahrwerk noch ausgefahren. Das muss ich jetzt nicht machen, ich mache es jetzt halt einfach, ne, also... So. Dann haben wir die Oberseite von dem Flugzeug, ist ein sehr, sehr helles Blau. Dann nehme ich mir jetzt einfach das Blau, das ich für die Unterseite genommen habe, ein helles mit Weiß auf. So, dann würde ich sagen, ist das Ding eigentlich schon fast fertig. Und damit natürlich auch dieses Objekt. Jetzt mische ich noch so ein Rot an, so ein Pink. Relativ dunkles Pink, weil das Leitwerk hinten halt pink ist. Da sind so irgendwelche Schriften drauf. So, und jetzt merke ich halt, okay, das ist nicht hell genug, und nehme jetzt halt reines Weiß und lege dieses reine Weiß halt jetzt hier nochmal drauf ab. So, okay, und wie immer ist das alles nur Andeutung, ne, wenn ich jetzt da ganz nah dran zoome, dann werdet ihr nämlich nichts mehr erkennen. Nur noch ein paar komische Pinselstriche, jetzt hier oben ein neues Cockpit, nochmal neu. So, und ich höre jetzt auf, bevor ich das komplett verhunze. Ja, ich weiß nicht, ob ich näher mich zoome mal näher ran, dass ihr das vielleicht mal besser erkennen könnt. Und ihr seht, es ist alles nur Andeutung. Ne? Und wenn wir jetzt wegzoomen, siehe da. Sehen wir ein Flugzeug im Sonnenuntergang. Ja, den Wunsch vom Abonnenten habe ich damit hoffentlich erfüllt, euch vielleicht wieder ein paar schöne neue Ideen mitgeben können, was ihr alles spielerisch machen könnt, ohne großen Aufwand, auch wenn das Video jetzt ein bisschen länger geworden ist als ursprünglich geplant. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen oder einfach beim Ideen mitnehmen, und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, tschüss!